Hallo, liebe Freunde des Berufsbetreuerkanals. Ich bin's mal wieder, Cordelia Lindenborn, deine Berufsbetreuerkollegin aus dem Ruhrpott. Ja, liebe Leute, es hat leider eine kleine Unterbrechung gegeben. Einige Wochen ist es her, dass ich neue Videos eingestellt habe auf diesem Kanal. Und ich sage euch was, das war nicht so geplant. Es tut mir wirklich leid. Und ja, sorry auch nochmal dafür, dass ich so lange nichts habe von mir hören lassen. Ja, mir ist die Technik in die Quere gekommen und zwar so richtig. Und zwar sagte es auf einmal auf allen Geräten Speicherplatz voll, Speicherplatz nicht verfügbar und so weiter. Und das führte natürlich dann auch dazu, dass ja, dass ich erstmal Abhilfe schaffen musste, überhaupt die Technik aufrüsten musste, um auch mit meinen Betreuungen weiterarbeiten zu können. Das hatte natürlich dann erstmal Priorität. Vor allen Dingen, weil ich auch in letzter Zeit einige neue Betreuungen übernommen habe. Ja, wir befinden uns ja jetzt gerade hier in Deutschland im zweiten Lockdown, im sogenannten Lockdown Light. Ja, der Berufsbetreuerkanal sollte eigentlich nicht in den Lockdown gehen, so war das eigentlich nicht geplant, Leute. Aber ja, ich denke, ich werde jetzt wieder weitere Videos auch drehen können für euch und danke dafür, dass ihr dem Berufsbetreuerkanal treu geblieben seid und vor allen Dingen ganz, ganz herzlichen Dank an euch, an die Community für mittlerweile 260 Abonnenten. Ihr seid echt die Besten. Daumen hoch dafür. Ich bin total geflasht, wie viele Leute sich für das Thema interessieren und auch für die ganzen Kommentare und für die Likes und eure Reaktionen und so weiter. Sorry, wenn ich da in letzter Zeit nicht habe reagieren können oder nur sehr unzureichend reagiert habe. Ja, es hatte wirklich also damit zu tun, dass ich durch die Technik ausgebremst war und dann erstmal ja, das Betreuungsbüro und mich selbst natürlich auch neu organisieren musste. Ja, so weit, so gut. Betreuung im Lockdown Light, heißt das ja so ein bisschen verschönernd. Also ich hatte, als ich den Begriff zum ersten Mal gehört habe, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich musste an Diätjoghurt denken aus dem Kühlregal. Lockdown Light, das hört sich ja so unbeschwingt an irgendwie. Und naja, aber wenn man dann drauf guckt, dann hat der Joghurt dann vielleicht ein bisschen weniger Fett, aber dafür dann viermal so viel Zucker oder so und ist damit gleich doppelt so ungesund wie der normale Joghurt, den man vielleicht vorher gegessen hätte oder vorher gekauft hätte. Ja, so wird mit den Begrifflichkeiten ganz nett gespielt und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht jetzt im Lockdown. Ich hoffe, ihr haltet die Ohren steif und achtet vor allen Dingen auch auf euch, auf eure eigene Gesundheit. Ich handhabe das so, dass ich wirklich jeden Tag rausgehe und zwar in den wenigen Stunden, wo es Tageslicht gibt, also irgendwann zwischen 11 und 14, 15 Uhr nehme ich mir die Zeit für meine Mittagspause und gehe dann auch wirklich raus bei jedem Wetter und mache einen ordentlichen Spaziergang. So heute auch wieder. Ich sitze jetzt hier gerade auf einer Bank, auf einem Wanderweg. Ich zeige euch mal gerade die Umgebung hier. Ist ganz cool. Ja, so sieht es hier aus. Heute ein bisschen nebelig, ein bisschen trüb. Die letzten Tage war es noch sehr schön sonnig. Und da war es natürlich auch angenehm, spazieren zu gehen. Jetzt wird es langsam wirklich kühl und ungemütlich. Aber das macht nichts. Es ist wichtig, einfach das Immunsystem fit zu halten und aktiv zu halten. Und ja, so weit wie möglich also dafür zu sorgen, dass man einsatzfähig bleibt und arbeitsfähig bleibt. Und ja, denn ich möchte nicht wissen, wie das, also ich wüsste. Ich wüsste nicht, wie ich das machen sollte, also wenn ich in Quarantäne müsste oder so, dann die Arbeit fortzuführen, das wäre echt schrecklich. Also ja, nicht nur für mich unbequem, sondern auch ja, die Betreuten würden auch drunter leiden. Und so halte ich es also momentan wirklich also für meine absolute Verpflichtung, auf die eigene Gesundheit zu achten. Und dazu gehört natürlich auch eine gesunde Ernährung und dass ich gucke, also dass ich genug mit Vitaminen, Mineralstoffen und ja, guten Dingen versorgt bin und eben auch jeden Tag wirklich an die frische Luft gehe und einen kleinen Spaziergang mache. Also es muss ja nicht ewig lange sein, aber zumindest rausgehen bei Tageslicht und
ja, entweder die Sonne genießen oder aber auch so einfach das Wetter, die Luftfeuchtigkeit und einfach ja, die Natur, das Tageslicht, die Seele baumeln lassen. Das finde ich auch immer unheimlich wichtig in unserem Job. Denn ich finde, es ist unheimlich wichtig bei unserer Arbeit, dass man zwischendurch den Kopf wieder freikriegt und sich nochmal mit anderen Dingen beschäftigt oder einfach rausgeht, den Blick schweifen lässt und ja, sich an der frischen Luft bewegt und dabei sich erholt in einem guten Sinne. Ja, die Fitnessstudios haben zu, die Restaurants haben zu, man kann nicht mehr mit irgendwie den Kollegen mal einen Kaffee trinken gehen oder sich irgendwo draußen treffen. Und das alles drückt natürlich ein bisschen aufs Gemüt. Ja. Vielleicht merkt ihr es auch wirklich, ja, ich denke, fast jeder merkt es irgendwo bei sich selbst. Ich merke es auch sehr bei den Betreuungen. Ganz viele meiner Klienten haben momentan also einen richtigen Tiefpunkt, haben Angst, haben Panik, haben Selbstmordgedanken teilweise. Und merken einfach also so diese depressive Stimmung. Das macht natürlich unsere Arbeit nicht gerade einfacher. Und am wichtigsten ist es deshalb, ja, wirklich auf sich selbst zu achten und zu schauen, dass man bei Kräften bleibt, also sowohl körperlich wie auch mental. Ja, in diesem Sinne wollte ich mich zurückmelden. Haltet die Ohren steif, haltet durch. Ich bin sicher, es kommen wieder bessere Zeiten. Ja, dann kommt noch dazu, dass die ganzen Stellen, mit denen wir als Betreuer ja zu tun haben, ob es Behörden sind, ob es Versicherungen sind, ob es Banken sind, ja momentan wirklich auch so weit alles runtergefahren haben, beziehungsweise die Leute arbeiten nur noch in abgespeckten Teams oder in zwei Teams und die Leute arbeiten von zu Hause aus. Man kann unheimlich schwer die Stellen telefonisch erreichen. Und ja, das alles macht es nicht einfacher. Ich habe auch das Gefühl, also dass die Telefonschleifen immer länger werden und die Sprachcomputer immer häufiger. Da bin ich mal gespannt, also wo das noch hinführen wird. Ja, das sind natürlich alles die Dinge, also mit denen wir als Betreuer uns auseinandersetzen können, auseinandersetzen müssen und sollten. Ganz großes Thema ist natürlich auch die Digitalisierung. Immer mehr Kontaktmöglichkeiten gehen nur noch online über irgendwelche Portale, über Chatfunktionen, darüber, dass man sich dann dort einloggen muss und dann dort eine Nachricht schreibt und gar nicht mehr also die normale Faxnummer, E-Mail-Adresse oder sowas bekannt gegeben wird, sondern nur noch die Kommunikation über die Portale. Also immer mehr Online-Versicherungen machen das so, habe ich festgestellt. Bei der Telekom ist es auch schon der Fall. Und ich denke mal, das ist natürlich ein Trend, der wird sich jetzt durch die Corona-Zeit noch mehr verstärken. Und damit müssen wir wahrscheinlich also umgehen lernen und uns immer mehr darauf einstellen, so auf diese Art und Weise, also digital zu arbeiten. Ja, in diesem Sinne wollte ich mich mit diesem Video erstmal wieder zurückmelden. Und ja, ich wünsche euch erstmal, dass ihr gut durch diese Zeit kommt. Haltet die Ohren steif. Und passt gut auf euch auf, achtet auf eure Gesundheit. Und ich sage erstmal in diesem Sinne alles Gute. Ich freue mich, wenn du ein Like da lässt. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann klick doch am besten unten auf die Glocke. Und ja, dann kommen demnächst auch wieder ein paar neue Videos, über die du dann benachrichtigt wirst. Okay, in diesem Sinne alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao.